So, damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Shift. Ja, nach einer etwas längeren Pause geht es weiter. Der Grund dafür ist, sagen wir mal so, es ging zeitlich nicht, weil die letzten Parts waren vor dem Urlaub aufgenommen. Dann nach dem Urlaub musste man sich natürlich erstmal wieder akklimatisieren und da hatte man irgendwie keinen Bock und es war warm. Ja, war's. Und der nächste Grund war, dass ich dann darauf das Wochenende direkt Gamescom war und ja, jetzt habe ich erst richtig Zeit. Und falls ich mich müde anhöre, ja, wir haben 9 Uhr morgens während der Schulzeit, die fragt sich ja, wie schafft der LPN das? Das ist der Grund, wenn die Informatikunterricht ausfällt, man deswegen nur wegen Busfahrkarten holen, wenn im Auto zur Schule gebrettert ist. Ja, danke Schule, dafür auch. Gut, ja, wir haben sogar einen Online-Stundenplan, also Vertretungsplan meine ich. Und ja, eigentlich funktioniert der auch nur. Heute stand da 404-Error, deswegen Arschlecken. So, auf jeden Fall können wir heute weitermachen. Ich werde jetzt aber erstmal kurz ein bisschen Cappuccino trinken, weil ich brauche mal ein bisschen zum wach werden. Ihr versteht, denke ich mal. So, wir können weitermachen. Und es ist voll geil, dass ich jetzt einen zweiten Bildschirm habe. Ich kann jetzt links sehen, wie lange ich aufnehme, dank meinem Tonprogramm. Das ist schon mal atemberaubende Entwicklung meiner Let's Player-Qualitäten. Was ein Scheiß ich gerade laber. So, Manufacturer Competition. Dann haben wir noch eine. 2000 GTR-Rennen auf Ibiza West. 8. Beschränkungen ist an Skyline 2000 GTR. Okay. Machen wir. Wir fahren im heutigen Event alle den Skyline 2000 GTR. Ja, danke, dass du noch mehr darüber quatschst. Du redest ja so viel. Gut, Gott sei Dank bin ich müde und komme damit nicht mehr mit. Nehmen wir in Rot. In Rot sieht er schön aus. Rot ist eine tolle Farbe. Rot sollte jeder haben. Ich sitze total unbequem gerade wegen dem Mikro, aber hey. Hätte ich einen neuen Schreibstuhl, könnte ich mich anlehnen. Wenn ich mich bei dem anlehne, dann klingt es ungefähr so. Ich weiß nicht, wie das so knarzt. Quietsch, keine Ahnung. Es gibt nichts, was in der Art quietschen kann. Wird sehr lustig, wir fahren jetzt ans Skyline, aber das Lenkrad ist von Datsun. Datsun ist auch ein koreanischer, japanischer. Ich weiß nicht, aus welchem Land Datsun kommt, Mann. Das kann ein koreanisches, auf jeden Fall asiatisch. So viel könnt ihr euch sicher sein. So, ich muss hier erstmal ein bisschen wieder einfahren, wie ihr sicher denkt. Ich habe das Spiel, wie gesagt, jetzt mehrere Wochen, 4, 5 jetzt nicht mehr gezockt. Zeittechnisch nicht, dass ich keinen Bock hätte, weil das Spiel macht mir ultra Fun. Und so wie ich gesehen habe, euch auch übelst viel Spaß, ne? So. Aus der Tonqualität perfekt ist, weiß ich nicht. Ich muss immer noch ein bisschen mal Mikro wieder gucken. Weil irgendwie die USB, wenn ich irgendwie einen anderen USB-Anschluss hinten angeschlossen habe, direkt der Ton anders ist. Ja, es ist. Fahre nie so wie dein Vordermann, weil der Vordermann fährt den größten Scheiß. Leck mich doch, fahr doch vernünftig da vorne. Nee, weil, sobald ich es in anderen USB-Slot hinstelle, ist die Lautstärke nicht mehr dieselbe. Trotz dessen, dass es 100% ist. Das ist ein ganz komischer Bug, den ich hier habe. Und, ich weiß ihn nicht zu beheben. Nur, dass ich ihn in einer bestimmten USB-Box lassen musste. Das Mikrofon. Ihn in einer bestimmten, aber das Mikrofon, ja. Badabadumtsch. Und ihr habt gesagt, ich soll mal ein bisschen mehr rammen, weil sonst wird das mit dem aggressiven Fahrstil nix. Da habt ihr vollkommen recht. Oh, das war die Sicht. Scheiße. Und das war falsch gefahren. Na komm! Wie gesagt, ich bin länger nicht mehr gefahren. Ich muss mich jetzt mal wieder komplett dran gewöhnen. Oh, das war schalten. Oh, das war auch schalten. Scheiße, wie gucke ich denn nochmal nach hinten? So, danke. Piss dich. Oh, das war 4 Profilpunkte müssen wir haben, okay. Wir kommen jetzt schon in die zweite Runde und die ersten drei sind ziemlich weit abgeschlagen von uns und das gefällt uns natürlich, sagen wir mal, nicht wirklich. Wir wollen natürlich eigentlich hier Platz 1, 2 und 3 gehört uns. Ja, wir sind so fett, wir brauchen alle. Ich komme, wir starten mal neu. Es kommen nur enge Kurven, da werde ich nicht viel alles richten können, ich kann nicht viel aufholen. Deswegen machen wir das nochmal, ne? Und ab jetzt gibt es ja auch lange Folgen, an die rumgemeckert haben. Hey, es gab nur kurze Folgen, hier sind lange. So, Schnauze. Jetzt habt eure langen Videos. Und ich hoffe, ihr stirbt dran, ja. Ich hoffe, ihr verreckt. Ich meine natürlich, ich hoffe, ihr genießt die Videos. Darf ich mal? Ich sag, darf ich mal? Nicht darfst du mal. Und du hast am Wortlauf verstanden, geh mal weg da. Ich möchte mal hier kurz hier durch. Ich möchte mal hier kurz durch. Mann. Da muss man sich mal durchboxen. Ich finde das voll assi. Ich will gar nicht das assozi. Obwohl, ich will ja aggressiver Fahrer sein, was ich auch total bin. Nicht in echt, nein. Wenn ich in echt so fahren würde, glaub mir, ich hätte keinen Führerschein mehr, beziehungsweise würde ich sowieso nicht mehr leben, aber hey, davon ab, warum sollte ich in echt so fahren? Ich liebe mein Auto. Das Auto meiner Großeltern. So, 2 Profilpunkte haben wir schon mal. Nächsten Jahrhundert sollten normal kein Problem sein in der Theorie. Wie ihr wisst, Theorien werden meistens widerlegt.
Und dann gibt's Fakten und die Fakten sind, das schaffe ich nicht. Ich wundere, dass ich eigentlich so recht guten Scheiß labern kann um diese Scheiße. Um diese Uhrzeit. Ja, was darauf dann hinausläuft, dass der Fasti dann noch beschissener ist, als er sonst schon wäre. Gedönse. Ne, versteht schon. Alles klar, gut. Ich finde, das ist total verständlich argumentiert, was ich gerade rübergebracht habe. Ich sehe nichts mehr, alles verschwimmt. Dieser Tunnelblick. Hallo, du darfst die Kurve kriegen, wenn du... Danke. Guck mal, da dreht ein Flugzeug seine Runden. Oh, ist das nicht süß? Ich hoffe, es sind keine Hochhäuser in der Nähe. Boah, der war böse. Der war richtig böse. Oh. Nee, sowas kann ich nicht bringen. Nee, das ist schön. Das ist jetzt auch schon für mich oder irgendwo. Terroristenwitz oder sowas ist nicht unbedingt so mein Milieu. Wenn man das überhaupt als Milieu bezeichnen kann oder beziehungsweise einfach als Niveaulosigkeit. Aber wir bleiben einfach mal beim Milieu. Ja, das klingt noch ein bisschen professioneller. Und da geht schon der nächste mit professionellen Bezugbild auf mich. Das ist, ne, hier. Wenn ihr das Gamescom-Video seht, was auch irgendwann diese Woche nochmal hochkommen sollte, also ich muss erstmal noch die Daten kriegen, wie gesagt. Da werdet ihr sehen, ich werde, glaube, nicht groß moderiert haben. Ich glaube, eine Szene fragen wir mich kurz mal zum Spiel, also Kameramann. Also der Pascal. Bei Raiders heißt das Spiel, das ist eigentlich voll geil. Mich hat das voll angetan, das Spiel. Da haben sie mich nur kurz gefragt. Auf jeden Fall sonst, ich bin Kamerascheu, ich gebe nicht gern Interviews vor großen Menschenmengen, deswegen habe ich auch keine Einleitung sowas da. Damit müsst ihr leben. Aber leider steht Happens, ne? So. Haben wir das auch schon geschafft. Das ist ziemlich deutlich, ne? Wir sind ziemlich gut. So, wieder 8000 auf unser wunderschönes, prall gefülltes Konto. Wir sind beide noch Präzision, leider. Alle Sterne auf Stufe 1, Herstellerwettbewerb. Ui. Stimmt, das erste müssen wir auch noch fahren, haben wir nur 4 Sterne. Das müssen wir auch noch mal einrennen, müssen wir nochmal wiederholen. Das können wir heute noch in der Session machen. Ist ja nicht die Sache, ist ja eine kurze Sache. Wir werden zwar später eh nicht überall alle Sterne kriegen, weil es einfach viel zu schwer ist, was man da Verantwortung hat. So, ich guck mal ganz kurz bei Race Coalition. Boah, mein Kreislauf ist heute noch voll von Arsch. Wie werden die Details, das habe ich denn da nicht erreicht gehabt? Punktegrenze. Okay. Da wollen wir das nochmal antun, ne? Da wollen wir es nochmal machen, weil das sehe ich gar nicht ein. Wir wollen ja hier wenigstens alle Sterne. Schon in den Stufe 1 will ich da über alle Sterne haben. Weil Punktegrenze und sowas ist noch einfach. Ich finde es super, wie mein Typ heute mal gar nichts sagt. Ein richtig schön stumm ist der Typ. Ich hoffe nicht, dass da irgendwas ausgestellt wurde von mir. Sondern dass einfach der Typ heute total nervös ist und nicht weiß, was er sagen soll. Er ist manchmal ist eine lange Session wieder her und er ist ziemlich nervös manchmal, der Moderator. Oha, ich krieg die Kurve. Alter, der Scirocco da vorne sieht ja fett aus. Du nicht, verpiss dich mit deinem Corolla. Mein Gott, sie geben meinen Vordergrund drängen, ne? Ja, das sind die richtigen, hau ab. Geh mit dem anders kuscheln, wow, ganz ruhig. Der Scirocco will aber auch noch ran. Ah! Oh Gottes Namen. Ja. Also wäre es für einen Neustart? Ich glaube ja, naja. Ich fand meine Linie richtig gut. Die war jenseits von Ideallinie und... ach Gott, Sterns, die kann ich schon gar nicht mehr reichen. Das Rad. Ich muss direkt 600, okay. Nein, träum weiter. Du auch, komm. Oh. Sagen wir mal, der Nissan Skyline 2000 GTR, er gefühlt mir vom Handling ein bisschen besser. Der war nicht so scheiß aggro. Sauber überholen, ich will nicht sauber überholen. Sauber ist scheiße. Wo, was macht, wo will denn der Golf hin? Batsch, geh mal weg. So, 3 Punkte haben wir schon mal wieder. Jetzt im Windschatten ranziehen. Und wir haben jetzt gerade einen Bonus. Ja. Und jetzt schieben wir ihn an. Zack. Oh Gott. Boah, geschafft. In der ersten Runde schon. Mit einem netten Abgang. So, lass mich mal vorbei, Junge. Ich hab gesagt, lass mich mal vorbei, Junge. Nicht halt dich auf der Linie und lass mich nicht vorbei, Junge. Und jetzt gehen wir einfach mal easy innen vorbei. Ich hab easy gesagt, so. Warum habe ich eigentlich letzten da die 600 Punkte nicht erreicht? Weil guck mal, was ich jetzt für eine Punktezahl hab. Jenseits ist ein bisschen drüber, ne? So ein bisschen. Also, man sieht's kaum, dass da die 1000 vorsteht. Das ist die 1 eher. Aber gut. Boah. Harter am Limit hier. Könnte eine neue Sendung auf D-Max sein, der Sender für Männer.
Ja, und jetzt hätte ich jetzt, ja, ich krieg dafür Geld, ja. Ich habe bei dem angerufen, hey, sucht ihr Let's Player, die für euch Werbung machen, indem sie euren Spruch sinnlos irgendwie ein Spiel einbetten, ohne Zusammenhang? Dann nehmt mich, genau. Weil ich kann das besonders gut. So, gewonnen. Mal den Stern auch noch. Und Geld kriegen wir auch noch dafür. Glaube ich. Oder kriegen wir die voll 8000 wieder? Wäre schon richtig fett. Oh ja. Das ist ja cool. Das find ich geil, ja. Fast sind wir Level 8. Alle Sterne auf Stufe 1 hin. Yay. Like a boss, ne? Macht mir das mal nach, Bitches. So, weiter geht es zum... Ne, da haben wir ja alle. Dann gehen wir jetzt zum Time Attack. 0 von 24, oha. Kämpfe in einem gemischten Gegnerfeld und die besten Rundenzeiten. Wir werden ziemlich viel unterwegs sein und nach Tokio, Autopolis, Ibizu und Russell Creek fahren. Tipp, neue Wagen fällig, verkaufe deinen Wagen in meine Wagen. Nein, brauche ich nicht. Oha. Was ist, warum gibt es denn da so viele Sterne bei den ganzen Dingern? Podiumstats, Punktegrenze, Runden... Ah, du Scheiße. Okay, das wird lustig. Also ich fahre mit anderen Leuten um die Zeit. Das ist wie so eine Qualifikation beim normalen Rennen, okay. Also wie bei Formel 1 und so weiter, da fahren sie auch zu mehreren auf der Strecke. Huh, und eine Punktegrenze gibt es auch. Okay, Chef. 408 Punkte unterbiete eine Minute, okay. Wir haben 8,2 Minuten, 57 haben wir Zeit, okay. Das ist also mit Zeit, nicht mit Rundenlimit, okay. Oh, oh. Ganz gut gemacht, Lukas, ganz gut. Statt den Gegner effektiv zu rammen, nein, wir rammen ihn so, dass wir selber dabei abgehen. Gut. Kommt ein grünes Licht, ich warte gerade drauf. Nee, kommt nicht. So, die Kurve fahren wir jetzt mal ein bisschen anders an, damit wir sie ein bisschen effektiver dem anderen Folgen reinpreschen können. Wenn ihr was versteht, was ich meine unter effektiv. Von hinten, ne? Ja. Also, nee, bei Männern muss das jetzt nicht sein, ne? Das Problem ist, ich habe mich sonst immer an den Bremslichtern der Gegner orientiert. Nachteil ist, dass ich dem vorher mehr den Typen erstmal die Bremslichter jetzt versetzt habe. Oh, Bestzeit, okay. Komm rum, Honda, mein Gott. Wie so ein LKW, Wendekreis wie sonst was, ey. Da bin ich mit dem Hammer schneller rum. Oha, die Kurve ist ja richtig nett. Oha, das ist ja hier, das ist aber echt Nervenkitzel. Wenn du hier abgehst, dann bist du aber weg. Oh, Fahrerlevel haben wir erhöht. Uah, vorbei. Ich habe ihn berührt? Ah, ne, überholt. Doch, auch berührt habe ich ihn auch. Was? Hab ich gemerkt. So, 4 Fahrerpunkte haben wir auch. Komm rum, Schätzchen, mein Gott. Du LKW. Ah, jetzt rum. Handbremse ziehen, jetzt Gas, komm. Ja, ich hätte hier euch 8 Punkte mit überholen und sowas hätte ich die jetzt kriegen können bei irgendeinem 2x2 Bonus. Der haut natürlich übelst rein. Wenn man den hat, dann kriegt man natürlich die Punkte wie zugeworfen, wie sagen wir mal irgendwas auf der Gamescom. Ja. Okay, eine Minute Zeit wird's wieder nicht. Wir sind jetzt gerade bei 50 Sekunden. Beste war 1:02. Ja. Wenn ich den einen da rumgedreht habe, hat das uns die Zeit gekostet. 1:01, okay. Aktuell bin ich Zweiter, von der Zeit her. Das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Wir wollen natürlich hier schon, wie ihr euch sicher denken könnt, eine Bestzeit. Scheiße! Wir haben nur 43 Sekunden, das kannst du vergessen. Wir kriegen keine nächste Runde. Ja, wir brauchen mehr eine ganze Minute gebraucht. Wir haben 40 Sekunden, dann wären wir zwar rüber noch, wären wir das Ziel gekommen, hätten aber keine nächste Runde noch anfangen dürfen. Und an dem Unfall hätten wir es eh erledigen können. Okay, gut. Dann wollen wir das Ganze eh nochmal abziehen. Puh. Oh, scheiße, ja, verpiss dich. Häng dich doch nicht so rein wie so ein Otto, ey. Oh, ich kenne die Kurve nicht. Scheiße. Oh, mein Auto sieht aber noch gut aus.
Ja, fahr alle Bahn trotzdem rein. Aber diese erste Kurve ist ziemlich heftig, weil die ziemlich sich ein, die wird immer enger nach und nach, wie die hier aussieht. Seht ihr, die wird nach und nach immer enger. Das ist natürlich dann scheiße, wenn du mit der Kurvengeschwindigkeit am Anfang dann vom Anfang dann durchbrellerst, dann haust du die natürlich die Karre komplett weg. Oh, jetzt komm rum, ey. Jona hat aber auch einen Wendekreis, das ist doch schrecklich, ey. Ist doch nicht mal schön. Ich weiß ja nicht, ob ich heute zwei Videos aufnehme, also eine ganze Stunde oder nur eine halbe Stunde. Grund ist, weil, ja, ich, wie gesagt, ich bin noch ein bisschen müde, ich weiß nicht, wie. Frühstück muss ich gleich auch noch, ich habe noch nicht gefrühstückt, ich habe mich jetzt direkt am PC vor euch gesetzt, ihr kleinen Suchtis, ihr. Es wäre eigentlich besser auf mich bezogen, aber hey, das hat nichts damit zu tun. So, erster. Boah, diese Kurve ist doch schrecklich, die kann man noch nicht fahren. Ich habe eine 101, okay. Naja. Einsatzzeit sollte normal drin sein, in der Theorie. Oh, klatsch. Ja, gib mir, was wird das denn da hinten? Oh, 2 Sekunden habe ich mich verbessert. Das wird natürlich locker für eine Zeit reichen davon. Ja, wenn ich mal raussuche, fragt der Sieger, warum macht er das? Ganz einfach, ich möchte immer sehen, wie das Schadensmodell aussieht, also wo das Auto kaputt gegangen ist. Ehrlich gesagt, das interessiert mich nicht wie Sau und deswegen, naja, guckt man sich das halt mal gerne an. So. Ja, wir haben ein bisschen fehlt uns noch zu 8 Punkten. Können knapp werden. Es kann sein, dass wir sie nicht erreichen, wenn wir echt die Pech haben. Aber die eine Minute sollten wir jetzt schaffen. Komm, zieh rüber. Bingo. Jetzt geht es nämlich nicht mehr um die Rundenzeit. Jetzt kann ich fahren wie ein Assi. Weil die Gegner werden diese unter einer Minute eh nicht schaffen. Voraussichtlich hoffe ich das mal. Deswegen fahre ich jetzt gerade mal ein bisschen mit Drifts. Grund, warum ich das mache, ist ganz einfach, dass ich Punkte kriege. Warte, fahr mal vorbei. Komm, zieh. Das mache ich jetzt gerade nicht umsonst, weil ich krieg Punkte dafür. So, da waren meine 8 Punkte. Bingo. Ja, es war voll die Assi-Fahrweise, aber hey, es geht um meine Punkte. Da ist mir dann ziemlich scheißegal, was ich mit den Gegnern anstellen muss. Also mit dem Auto, nicht mit dem Fahrer selber. Der kann ruhig sitzen bleiben. Oh, wir haben das jetzt ziemlich im Arsch rechts. Ah, schön. Oh, diese Kurve hier mag ich richtig gerne, mit wie viel Speed man hier durchbrettern kann. Uhuhu. Oh, das wird ein bisschen schnell. Das halt noch. Aber jetzt ist letzte Runde. Diese ist die letzte Runde, ja. Jo, gut. Gut, haben wir super unterboten. Und alle Sachen bekommen und wir bekommen wieder unser 8000 Cash auf die Konto, die uns so schön hat gekriebelt in die Bauchnabel. So. Ich glaube, Aggression sollten wir ein bisschen mehr haben. What the fuck, warum? Oh, leck mich doch, das ist doch langsam echt lächerlich. Level erhöht. Low für Levelaufstieg. Neues Ein... Ui. Mattlack freigeschaltet. Das finde ich nice. Aber es bringt uns eh nichts, da wir eh so eine Lackierung haben. Aber cool. Wir haben ein neues Einladungsevent, was wir natürlich direkt auch wahrnehmen wollen. Die Maus stört hier voll übel. Ihr seht die ganze Zeit, ne? Weil hier rechts ist die. Seht mir, gefällt mir gerade mal so auf. Ich tue die mal auf meinen anderen Bildschirm. So. Einladungsevent. Bababam. Rennen auf der Nordschleife. Ne, das hatten wir schon. Da haben nicht alle Sterne. Oha, muss ich auch nochmal neu machen. Heiße Runde auf Russell Creek. Nächste 350Z. Okay. Gut. Heute werden schnelle Rundenzeiten mit dem Nissan 350Z gefahren. Wir sind als nächstes dran. Der Wagen sieht richtig nice aus. Ein 350Z mag ich richtig geil. Mag ich richtig geil. Gerne. Wegen der Form. Diese Form von dem Wagen ist einfach... Oh. Und ah. Oh. Ja, es war total männlich. Noch ein paar Sekunden mit Grün. Und dann bietest du die 3 Zeiten, stehst du auf dem Podium, okay? Okay, 25 Sekunden. Okay. Grün, wir starten. 4 Runden haben wir Zeit, das ist nicht viel, aber ist ja auch nur ein Oval, also. Ist eigentlich viel, aber fürs Oval nicht. Oh, ja gut. Die Runde werden wir sicher nicht schaffen, wenn ich hier schon so eine Linie habe, wo ich komplett rausgetragen wäre. Das sollte nämlich nicht der Fall sein im Normalfall. Und hier geht schon ein bisschen besser geil. Ein bisschen besser geiler als meine Honda. So viel dazu. Das war jetzt einfach. Okay, weiter geht's.
Ja, da werde ich jetzt kaum Punkte bekommen. Warum auch? Wodurch bitte? Sauberes Rennen auf Wessel Creek. So. Weiter geht's, ne? Einladungs Event mal kurz abgehakt, wie man das halt kennt. Man macht das ja mal kurz nebenbei. Wir haben mittlerweile 52.000, aber wir haben schon eine Viertelmillion. Also, wenn wir uns für Stufe 2 im Wagen holen müssen, wisst ihr schon mal, dass wir nicht zu wenig Geld haben. So, Zeitfahren auf Autopolis Lakeside. Beschleunigen gibt gleich mit dem Blablabla, Drift, ja. Drift Events hatten wir bisher noch gar nicht, ne? Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich werde die Dinger hassen. Die sind mich auf scheiß Realismus hier getrimmt und das ist echt nicht fahrbar. Aus dem Grund, naja. Okay, wir starten gleich. Ich sag dir das grüne Licht an. Halt dich bereit. Wie bereit? Ich trinke gerade noch meinen Kaffee. Spaß. Und grün. Glück. Jetzt brauche ich einen 480-Punkt. Erreiche 130 km/h. Ich muss hier gar keine Zeit erreichen. Aber naja, gut, ich werde trotzdem Erster werden. Trotzdem 130 km/h. Haben wir schon. Boah. Tut mir leid, Kollege. Das musste sein. Also muss es nicht, aber hey, er war im Weg. Kurz mal wieder angedatscht. So, vorbeiziehen, ganz easy going, wie man das halt macht mit meinem Flow, Bitch. Yo, wenn man jetzt hier auf Gangster, Ghetto-Sprache. Sag mal, ich möchte mal durch hier. Mann, hau ab. Der will sich mit seinem scheiß Renault aber auch nicht verpissen. Schieb den ein Baguette sonst wohin, ne? Ja, hier ganz böse Dischsprache mit Rassismus verbunden. Das Video wird ab 18 auf YouTube gesperrt. Hey, hat Hallöchen. Oh, diese Kurve mag ich nicht. Der Grund, die Kurve mag mich auch nicht. Naja. Du. Au, hier durch. Ich bin aktuell Erster, wow. Und ich habe ihn betrunken, na, und ich habe 400 Punkte und da ist der Wand. Da ist meine Zeit auch damit im Arsch, die ich gerade rausgefahren hatte, naja. Oh, wir haben es mal 2 Bonus. Komm, die Kurve geschafft mal. Perfekt, komm, gib mir die Kurve. Ja, danke schon mal, wesentlich etwas. Wuhu. Ja, ich mische das Spiel auch noch mit Super Mario, warum auch nicht? Wir driften, so. Ja, hier konnten sie alles eh im Arsch, also kann ich jetzt auch driften, blöd, aber ich muss die Punkte haben, darum geht's gerade. Naja. Au. Nicht gut. Rupp. Jetzt zieh doch mal, sag mal, bis du die Kamera aus dem Pötten kriegst, ist ja ekelhaft. Der Typ hat wohl ziemlich viel Probleme mit der Kupplung anzufahren hier. Schalt mal. Ich will mal sehen, dass du richtig schaltest. Zeig mir mal, dass du schaltest. Du kannst schalten, das ist gut. Ja, man weiß ja nie die... Wand. Also ich bin ja eigentlich King of NFS. Problem ist, das geht auch arcade in die Need for Speed und nicht auf simulationslastige Rennspiele, weil ihr könnt mir nicht sagen, nein, Need for Speed 5 ist ein Arcade-Rennspiel. Arschlecken Arcade, wenn du das mit Need for Speed Undercover und Go verwehrst, ist das hier ein scheiß Arcade. Oh, das ist ein bisschen... Oh, das war knapp. Komm, ich will wissen, die 800 Punkte erreichen. Weil es die letzte Runde, die ich fahre. So, komm, gib mir die 800 jetzt. Hau rein. Wird ja auch nicht das Problem sein. Hau rein, das wird ja aber nicht das Problem sein. Dank. Wow. Das ging jetzt ein bisschen schneller als gewöhnt. Oh. Falscher Taste gedrückt. So. Entschuldigung, dass ich jetzt gerade mal so gezogen habe, wenn man das gehört haben sollte. Ich bin ja auch komischerweise trotz diesem Wetter ein bisschen erkältet. Also, ich habe ein bisschen Halsschmerzen und so was. Seit heute Morgen und das ist natürlich jetzt nicht unbedingt das Geilste, was da haben kannst, ne? Wenn du da hier Schule und so was, ne? Und wenn du für den Let's Plays moderieren musst, sind Halsschmerzen natürlich nicht unbedingt das, ne? Hier und so. Ne? Man kennt das ja. Willkommen bei Stromberg, würde ich mal sagen, ne? Hier. Nur bin ich ein scheiß Imitator, also sollte ich das besser lassen, irgendwelche Sachen zu imitieren, was ich eh nicht kann. So. Ich lenke nicht mehr, warum auch? Ich kann viel besser die Wand fahren als ich. Ich war gerade von der Wand wieder weg, du Scheißteil. Muss man nicht noch reinhalten. Oh, es gibt nichts besseres als Latte Macchiato. Nicht Cappuccino, ich trinke Latte Macchiato. Was habe ich denn vorhin für den Scheiß? Das ist ein ganz großer Unterschied, ja. Das ist wirklich ein Unterschied. Das ist Zusammensetzung. Bei Latte Macchiato gibt es dann so unterschiedliche Schichten. Im Normalfall.
So, gewinne 20 Rennen auf leicht oder höher. Gewinne 20 Rennen auf mittel oder höher. Silber, Schwierigkeit. Oh yeah. So, dann machen wir mal weiter, ne, mit den Zeitrennen. Und dann werden wir uns auch so langsam eine Sehr gut, du hast wieder eine Stufe freigeschaltet. Wir sind auf dem Weg zur World Tour. Guck mal, wir haben noch nicht mal Stufe 1 fertig. Wir sind jetzt schon für Stufe 3 qualifiziert. Diese Stufe stellt ein Fahrkörper mit mehreren neuen Herausforderungen, Ausdauerrennen, regionale Duelle und Events auf gemischten Strecken noch intensiver auf die Probe. Außerdem stehen jetzt Stufe 3 Wagen und Stufe 3 Leistungsupgrade zum Kauf bereit. Oha. Geschafft, du hast hart dafür gekämpft, dich zu etablieren. Gut gemacht. Die Fahrer, gegen die du jetzt antrittst, sind harte Konkurrenz. Sie zählen zu den Besten. Ich habe einige mehrtägige Events angesetzt. Verschiedene Fahrstile, unterschiedliche Strecken. Fangen wir mit dem Feintuning an und feilen an deinen Rundenzeiten. Am Ende entscheidet das über die Podiumsplätze. Einige der Rennen werden deine Ausdauer auf die Probe stellen. Du wirst nicht glauben, welche Chancen auf uns warten. Du wirst an ein Limit gehen müssen und alles geben, was du hast. Ist das schön, wir haben eine Honda S2000 und schon Rennen mit Lamborghini und Co. freigeschaltet. Alter! Ist das behämmert? Aber Stufe 4 gibt's noch. Ja, Stufe 4 mit 180 Sternen, wir haben gerade mal 85, aber gut. Wir sind noch nicht mal mit Stufe 1 fertig, mein Gott! Lasst mir doch mal die Zeit hier! Ist ja schrecklich, wenn man so unter Druck gesetzt wird. Da ist man noch nicht mal mit einer Serie fertig, kriegt man schon die nächsten zwei Wochen im Kopf gebrummt hier. Das ist ja mal Halleluja! So, nächstes Rennen. Ba-ba-ba. Okay, wir stehen kurz vor dem Start. Nur noch ein paar Sekunden, dann geht's los. So, mal gucken, was wir hier für Ziele haben. So, Punkte fallen, ist auch... Also der letzte Punkt gefällt mir mal überhaupt nicht. Das ist so ein Scheißpunkt, den ich überhaupt nicht mag, wenn es darum geht, eben, wie heißt, alle Sterne zu kriegen. Weil das wird später... Bei Rennen, wo die Gegner noch ein bisschen aggro sind, zum Glück, ich weiß nicht, gibt es saubere Runden immer noch in Shift 2? Ich hoffe mal nicht, weil das wird nämlich echt hart. So, ich möchte eigentlich an den vorbei, weil die saubere Runde hätte ich direkt gerne am Anfang abgehakt, habe ich dann nicht Ruhe mit. Komm, lass mich vorbei. Lass mich doch vorbei, ich... Ach, leck mich. Damit hat sich die saubere Runde schon erledigt, jetzt können wir wie ein letzter Arschloch fahren. Komm! Komm schon. So. Und haben schon die beste Rundenzeit. So, jetzt können wir noch mal eine saubere Runde hinlegen. Wie wäre es, ne? Seht ihr auch so gut. Aber wir sind eine Meinung hier. Problem ist, der Nissan vor mir fällt jetzt nicht unbedingt so schnell, als würde ich ihm nicht gerade nahe kommen. Und beziehungsweise komme ich da nicht vorbei, ohne ihn mal voll zu schubsen. Aber dank Windschatten habe ich ziemlich schnell 4 Punkte. Das ist sehr positiv. Ah, lass mich. Du Penner! Mann, es war gerade so schön. Da rammt er mich da voll in die Seite. Ich glaube, es hackt. So, da bin ich wieder zurück. Und diesmal hat mich ein anderes Programm auf den Desktop geballert. Ich kann kotzen, aber naja, gut, wir können direkt weitermachen. Naja. Das wäre jetzt wieder keine saubere Runde, aber was soll's? Müssen wir die nächste halt sauber fahren. Nö, mich hat gerade ein Programm auf den Desktop geballert. Sehr geil, nebenbei erwähnt. Sehr geil. Ja, wegen Update. Und das finde ich natürlich richtig fett, wenn Spiele sich komplett davon beeinflussen lassen. Das hasse ich. Auch grundsätzlich Programme, dass man auf dem Desktop liegt. Mein Gott, die sollten mal ihre eigene Willenskraft haben und mich nicht auf dem Desktop schießen. Oh. Jetzt muss ich sogar schnell fahren, weil einer besser war als ich. Halleluja. Mal kurz durch. Nein. Oh Gott, das war knapp. So, jetzt fahren wir die saubere Runde. Ja, aber ich kotze sowas an, wenn ich immer auf dem Desktop geballert wird, ohne Grund, weil es einfach unnötig ist. Da muss man die Aufnahme neu machen und das Cutten ist dann das Problem, weil ich... Ja, einmal Cutten mit der Stimme und sowas habe ich ja kein Problem mit, aber das muss ich jetzt 2-3 Mal machen und manche schlimmen Fälle dann 3-4 Mal und dann, naja. Könnt euch denken, dass man jetzt nicht unbedingt dazu den großen Bock hat. Warum, weiß ich auch nicht.
Das war aber jetzt eine saubere Runde, Kollege. Warum ist das jetzt keine saubere Runde? Was muss ich denn dafür fahren? Darf ich jetzt nicht neben die Strecke kommen? Ihr seht, dass ich mich schon einzelständig nicht mag, weil saubere Runden, das ist total schwammig gesagt, was man machen muss. Man darf nichts rammen, man darf, glaube ich, nicht neben die Strecke kommen. Bleibt da. Also fahre ich jetzt mal ganz ruhig. Wir fahren jetzt ganz rund, ganz langsam auch, weil ich will jetzt die saubere Runde einfach abkriegen. Deswegen fahren wir jetzt, versuchen wir nicht neben die Strecke zu kommen. Nicht neben die... Ach, schwick dich. Schwick dich, ja. Kriegen wir da halt auch nicht volle Sterne. Deswegen starte ich jetzt Rennen, aber jetzt nicht neu, weil, nö und so. Doch, gilt. Ah, er hat den Stern mir noch gegeben. Danke. Huh. Das hat also nicht als komplett rausgehen, weil ich nicht nur mit zwei Rädern vielleicht daneben war. Hä? What the fuck ist mit meiner Karre los? Die macht hier einfach mal auf Superman. Hammer. Wie geil ist das denn bitte? Du hast das Ding einfach mal von oben runter geschwebt. Geschwebt, geschwoben, geschwebt, geschwebt. Ach, kein Plan. Immer noch Level 8, fast Level 9. 40 Kilometer mit einem japanischen Wagen. Bronze japanischer Herstellerloyalität. Ich bin loyal. Hm? Ich habe den Wagen nur genommen, weil er besser ist und billiger als alle anderen. Die Maus bitte wieder auf den anderen Display, danke. Testen können einem Stufe 4 werden. Veron 6.4 auf der Nordschleife. Geht's? Oha. 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 Nordschleife und Bugatti Veyron. Mein Gott, das ist eine scheiß Kombination, Kollege. Details. Gucken wir noch mal kurz. Erst ab 40.000. Saubere... Oha. Saubere Runde. Du willst mich verarschen auf dem Nordschleife. Eine saubere Runde. Sag mal, geht's uns doch ganz gut? Sicher nicht. Das schaffe ich nicht. Okay, bei diesem Event sind alle Wagen im Feld identisch. Es zählt also nur der Fahrer. Das wird erstmal jetzt ein langes Rennen, nicht mal allzu kurz. Zweitens werde ich nur die Punktegrenze und den Platzsichtig hier schaffen. Sauberes Rennen könnt ihr euch abhaken. Weil, wie gesagt, ich darf nicht in die Strecke kommen, ich darf keine Gegner rammen. Und das 20 Kilometer lang, nee, nicht mal annähernd schaffbar. Das ist nicht möglich. Zumindest will ich das auch gar nicht probieren, weil es... nee. Leck mich. Fahr einfach jetzt ganz normal. Jo, jo, Chef. Nebenbei ist das Ding einfach nur pervers. Guckt euch doch mal die Beschleunigung an. Das ist doch nicht mehr normal. So, saubere Runde haben wir eben jetzt schon. Boah. Neue Fahrerlevel. Oh. Der ändert sich ganz langsam. Was soll das denn? Ey? Wow, wow, wow. Ganz ruhig. What the fuck geht der quer in der Kurve? Kontakt Abzeichen geworden. Ich sehe nichts mehr. Danke. Boah, Alter! Das ist doch nicht... Ich komme damit nicht echt nicht klar. Wie ihr seht, Rundenzeit normal schaffbar. Nee, nicht mal. Nee. Boah, hier ist aber gerade irgendeiner quer. Boah, ich... Ja, das ist gerade echt total Umstieg. Von meiner 100 S2000 mit, sagen wir mal, 200 PS auf 1000 PS. Der Bremsweg ist nämlich auch ein komplett anderer, weil das Tempo jetzt mittlerweile schon anders ist. So, jetzt gehen wir mal Vollgas. Sind nur Siebter bisher. Gott, sieht's. 3200 Punkte, oha. Scheiße. Das geh weg, scheiß schwarz-weiß, ich sehe nichts. Also wenn euch jetzt der Fahrstil gerade ein bisschen angotzt, den ich habe, fahrt mit dem Bugatti selber mal. Das erste Mal, wo gemerkt. Oha, meine Lenkung ist irgendwie im Arsch, glaube ich. Scheiße. Wieso kriegen die Kurve, die bremsen exakt gleich, wann ich? Gleich, wann ich, Alter. KI kommt aber auch nicht so wirklich mit dem Auto klar, wie er sieht, wie oft er neben der Strecke hier landet vor mir. Alter, wir haben 300 hier drauf auf der Strecke, das ist doch nicht mehr normal. Oh, komm, krieg die Kurve. Ja. Kratzt die Kurve. Oh, sag mal. So, 1600 Profilpunkte haben wir schon mal. Aber die 3200 jetzt auch klar. Und wir sehen es, saubere Runde, Alter. Wie soll das jemals hier schaffbar sein? Das kann man nicht schaffen. Zumindest bin ich dazu nicht fähig. Das geht nicht. Kommt aus der Wiese raus. Das ist geil, ich bin auf der... Oh. Ich bin auf der Wiese schneller als die auf der Strecke. Naja. Komm, Isabel, mach mal Platz. Ne, Isabel, da ist hier mal... Frauen haben hier keine Rechte. Boah, das war jetzt voll frauenfeindlich. Nein, Spaß.
Also, das ist frauenfeindlich, war. Nein. Nein. Ich sag jetzt mal gar nichts. Ich bin besser ruhig. Gibt auch Frauen, die gut Rennen fahren können. Die in der DTM jetzt nicht unbedingt, aber naja, gut. Die fahren jetzt immer hinten im hinteren Feld rum, aber naja, es gibt wesentlich Frauen in der DTM. In der Formel 1 ja immer noch nicht. Das finde ich ziemlich frauenfeindlich, ehrlich gesagt. Hätte mich auch einige verdient, mal damit zu fahren. Ich mal kurz aufs Gas treten und quer gehen. Hallöchen! Boah. Genau, leck mich, du blöder Sack! Lasst mich jetzt zurück! Mann, ja. Egal, komm, sieh! Da dreht er mich rum, ich glaub's hackt, ey. Nur weil er dann sagt, verpisst euch! Boah, ist das ein Karambolagerennen hier, das ist ja nicht mehr normal. Ich werde, das ist wie so Ping-Pong, wenn man von einer Seite zur anderen geschubst, weil man auch gar nichts dagegen tun kann. Weil die Gegner so assi fahren, lass mal Platz da. Nein, ich fahr nicht assi, ich fahr normal hier. Ich muss mich nur angleichen. Bin vorbei, ja. So, jetzt sind wir schon wieder Fünfter. Ich wieder vier Plätze nach vorne kämpfen. Ich auch nicht um die Gas, was ich mir gewünscht habe. Und dann hätte ich auf dem ersten gut wegziehen können. Wäre der dann nicht so dumm abgeflogen. Wow, shit, 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 shit. Aua, aua, aua. Komm raus da. Was war das denn jetzt? Oh, meine Schürze ist weg. Die 3200 Punkte haben wir gleich auch schon. Schön. Auf jeden Fall, da kann man sehr gut mit Level aufsteigen mit der Strecke. Weil es gibt ziemlich viele Punkte. Oh, durchgerutscht. Ah. Denk, haben die beiden ein Glück, ey, dass ich genau zwischen den beiden durchgepasst habe. So, jetzt kommen wir hier vorne ins Karussell. Ja, so nennt sich dieser Streckenabschnitt, wer den nicht kennt. Alter Junge, Mann, das gibt's doch nicht. Ey, warum drehen die mich denn dauernd? Fahr! Ja, leck mich, deine Mutter. Oh. Ja, ist, jetzt halt doch nicht alle rein. Oh. War ich nicht. Jetzt fährt meine Karre nicht mehr. Boah. Ja, das war das Karussell, was ihr nicht richtig erkennen könnt, weil ich ja dauerhaft eigentlich rumgedreht wurde gerade. Ich hasse das Auto, das ist scheiße zu fahren. Oh, oh. Nicht gut, ich darf nicht mehr neben die Strecke kommen, dann bin ich gleich raus. Ich sehe nichts, danke. Wow, scheiße. Boah, ich kann mit der Karre nicht umgehen. Das ist jetzt. Ich stelle mich wirklich blöd an, ich weiß. Das könnte man viel besser nicht über mich fahren. Das erste Problem ist, meine Aufwärmung ist mittlerweile so im Arsch, dass ich nicht mehr fahren kann. Jetzt komm rum. Oh, alter Schwede, ey, das gibt's gar nicht mehr. Die fährt nicht mehr und keine Kurve. Guck mal, ich kann machen, was ich will. Ich sehe nichts mehr, weil ich hier. Deine Mutter. Oh, leck mich. Komm, wir haben eh keine Chancen mehr, jetzt mittlerweile auf dem ersten Platz zu kommen, wenn die weg sind. Ey, Wir machen jetzt seine Rennen noch fertig dabei, hier, warte, wo waren wir? Nicht da. Stufe 1, Time Attack, dann ist gut, ey, ehrlich. Da tue ich mir doch nicht an. Pff. Klar, fahren wir das noch, aber der Bugatti ist einfach so ein Monster und dann auf dieser Strecke und dann mit den Gegnern, nee. Wheelie, das ist echt nicht heftig, das ist echt heftig. Wenn ich mich dann dauernd umdrehen, weil ich ja nicht sehen kann, na gut. Also wenn ihr jetzt die letzten 8 Minuten gesehen habt, ja, Pech gehabt, aber es gibt halt eine extra lange Folge heute, die wird komplett so hochgeladen, nicht gecuttet, nix. Weil, naja, man muss ja ein bisschen aufholen wieder, man hat ja nur 15 Minuten Folgen hochgeladen, ne? Oh, Ovalrennen, das ist lustig. Wah! Das mit dem Bugatti wäre auch krank. 1200 Punkte. Sie 65 Punkte, oh, Fahrerlevel. Cool. 50% auf Ideallinie. Ah, das ist auch so eine ganz scheiß Sache, weil ich weiß ja nicht, wo die Ideallinie im Oval liegt. Ich bin nur Fünfter, wenn man als. Oha. Gott, 24 schaffe ich, 25, na, muss auf 70 da kommen, 75. Weil die Rennlinie da oben, dann habe ich nämlich die 75% gedacht. Das ist Prozentzahl, soweit ich das im Kopf habe. Aber es ist hier auf der Strecke auch schaffbar, weil, naja, man hat nur Wahl, da fährst du eigentlich dieselbe Linie jede Kurve.
Und wieder zurück auf Linie, ja. Bingo. Na, schaffen wir's? Ne, noch sind es keine 75%, okay. Mann, ich will die scheiß Punkte kriege ich ja locker hin, aber ich will die Jahrlinie 75% schaffen. Aber werde ich anscheinend nicht, da muss ich jetzt mal auf meine Zeit achten. Scheiße. Insgesamt 75%, hallo? So wie ihr meinen Fast, die kennt, schaffe ich das nicht. Das ist das Problem. Ey, Mann, ist auch so ein Scheißstern, den man nicht kriegen kann. Kann man zwar schon, aber da muss man sich wirklich konzentrieren und nicht blöd anstellen. Und mit dem Let's Play, naja, weiß ja auch nicht. Und ich schaffe den ersten Platz nicht. Das ist echt heftig. Guck ich das mal an. Ne. 0,61. 161. Oha. Weil ich hier immer drifte. Komm. Aber ich schaffe noch eine Runde. Komm. Nein. Aber ich bin Fünfter geworden. Aber gut, wir nehmen jetzt die Sterne schon mal kurz mit. Ah. Scheiße. Ja, weil ich mich auf die Punkte und sowas zu sehr konzentriert habe, deswegen hat das nicht so viel gebracht. Level erhöht, was bringt mir das denn bitte schön? So, 60. Ohoha. Venue-Kategorie, Wappen. Ja, das kannst du dir sonst mal entschieben. Wiederholung. Nee, nochmal versuchen da. So, ja, bitte. Wollen wir das Ganze halt nochmal probieren? Okay, wir starten gleich. Ich sag, das Licht ein bisschen mehr in den Kurven bremsen, damit wir die Drifts raushalten. Also ich darf nicht so viel driften. Weil es kostet anscheinend so viel Zeit, dass die Gegner eben nicht, die nicht verlieren. Und ja. So, kurz zum Gas, bisschen mehr drauf. What? Ah, wollte schon. Wow, haben wir geschafft. Ach, in einer Runde muss ich 75%. Geil, ich habe das mit der Dia-Linie bekommen. In einer Runde 75% da drauf fahren. Geil, ich bin gut. Vor immer noch Fünfter von der Zeit, aber gut, ich habe jetzt meine Zeit etwas verbessert. Ein bisschen vom Gas gehen, damit wir hier nicht so viel mit dem Heck kommen. Auf Punkte brauche ich jetzt nicht achten, jetzt geht es hier nur um perfekte Fahrlinie. Boah, Zweiter, what the fuck. Dritter, wieder zu viel gedriftet, scheiße. So, mal ein bisschen den Windschatten des Sciroccos vor mir nutzen, weil das bringt mir natürlich dann auch noch was. Wenn ich den ein bisschen ausnutzen kann. Und dadurch ein bisschen Geschwindigkeit zunehmen kann, beziehungsweise nicht so viel Wind mitnehmen. So, komm, zieh! Mein Gott, Honda, das schaffen wir mal. Das kann doch nicht sein hier. Uns so blöd anstellen hier bei so einem scheiß Oval-Rennen, hallo? Ja, in dieser Kurve verliere ich immer so übelst viel, weil ich auch gerade wieder oh, hallo. Wir sind durch, ja, klar. Ich bin nur noch Vierter, oha. Jetzt wird's langsam blamabel. Ich krieg das ja irgendwie nicht hin, dass ich hier schneller fahre als die Gegner. Immer noch Vierter. Oha, mein Gott, jetzt zieh mal, Honda. Aber wie der Scirocco innen abgeht, der hat ordentlich Dampf drauf, ey. Das ist heftig. Sechster von der Zeit. Oha. So, jetzt wird langsam echt blamabel, was ich jetzt hier gerade abziehe.
das war Scirocco, der hat auf jeden Fall noch eine bessere Zeit wieder hingelegt. Ja, ich habe mich jetzt schon mal angenähert, also Zweiter hätte ich jetzt noch werden können. Mann! Ja, wir kriegen jetzt jedes Mal 10.000, nehmen die jetzt gerne mit, wir fahren jetzt nämlich nochmal. Dauert ja nicht lange das Rennen, das ist ja die Sache. Aber wir kriegen jetzt jedes Mal Geld dafür und deswegen, ja, jedes Mal die 10.000, da haben wir schon 30.000 allein dadurch zusammen. Finde ich gut, obwohl wir kriegen ja mehr, wenn wir erst noch 2 Sterne mehr haben. Hihi. Also wenn wir Erster werden. So. Alex Michael ist auf jeden Fall der Scirocco. Ihr seht, wie die krank der jetzt einfach mal kurz alle überholt hat innerhalb einer Runde. Mann, der Scirocco ist aber overpowered da vorne. Den krieg ich gar nicht. Ich komme nicht mal ran an den Kollegen. Cool, der hat sich nochmal verbessert. Mir jetzt zwar auch wieder, aber trotzdem. Die Runde kann zu knicken, die war zu langsam. Boah, hallo, 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 Junge, verpiss dich doch. Oh, ja, komm. Deine Mutter. Was soll der Scheiß, da zieht er mir da voll in die Karre rein. Ich hab ein bisschen Abzeichen gewonnen, aber was bringt er das bitte, wenn er mir die Runde versaut hat? Die Runde ist jetzt schon mal weg, die kann man jetzt schon mal in die Tonne kloppen. Muss ich die nächste halt perfekt anfahren schon mal. Aber gut, wie der Scirocco einfach wegzieht. Die kann ich nicht kriegen in meiner Honda aktuell noch nicht, weil die ungepimpt ist. Und ich will eigentlich auch kein Geld in die reinstecken, ehrlich gesagt. Weil die halt, wie gesagt, jetzt auch das letzte Rennen mit der ist. Die werde ich danach nicht mehr benutzen. Und dann gebe ich doch kein Geld für ein Auto aus, was ich eh nicht mehr fahre. Ich finde das ziemlich behämmert, ehrlich gesagt. Und Fahrerlevel nochmal erhöht. Oha. Nice one. Jetzt auf Level 10 jetzt mittlerweile. Wow. Wieder zu langsam. Ich krieg den nicht. Das wird. Alter, jetzt zieht mir der nächste die Karre. Was soll der Scheiße? Lass mich doch mal in Ruhe, ey. Macht mir die ganzen Runden kaputt. Die haben den Vorteil, ihre Karre driftet nicht so pervers wie meine. Nein, Abzeichen gewonnen. Kontakt hier noch eins. Warum nicht? Wir schmeißen noch uns damit. Bin aber nur so minimal langsam, Mann. So, letzte Runde. Bin jetzt nochmal an ihm dran. Entweder heißt es, ich bin jetzt gerade schneller als er, oder es heißt einfach gar nichts. Nee, es heißt gar nichts. Scheiße. Nope, das wird gar nichts, das kannst du knicken. Der Scirocco ist einfach overpowered davon, ist halt getuned, meiner eben nicht. Und ja, werden wir mit dem zweiten Platz zufrieden gehen müssen. Ja, okay, er hatte ziemlich 0,5 Sekunden, ja. Das ist schon deutlich eigentlich. Naja. Können wir uns über 12.500 freuen. Über Level 10 mittlerweile schon. Oha, Präzision, Belohnung für den Levelaufstieg. Falkenteil Form mit. Oha. Zwei zusätzliche Garagenslots freigeschaltet. Neues Einladungsevent. Gefällt mir. Berühre 75 Gegner. Ein kleines Abzeichen verdient. Vor 50 Gegner. Ein kleines Abzeichen verdient. Bronze Windschatten. Master Abzeichen erhalten. Bronze Gegnerkontakt. Master Abzeichen erhalten.
Oh yeah, wir haben ein neues Auto frei bekommen. Und ich glaube, den kennen vielleicht manche. Also, der wird ja auch für das Spiel promotet. So, jetzt haben wir alle fertig für Stufe 1, ne? Ja. Gehen wir nächstes Mal Stufe 2. Wir haben jetzt aber noch ein neues Auto. Das werden wir uns da kurz noch angucken. Meine Wagen. Ich weiß nicht, viel Platz hier. Wenn du ein paar Rennen gewinnst, können wir umbauen und mehr Wagen. Warte mal, brauche ich denn noch... Aber erstmal konzentrieren wir uns auf einen guten Allround-Wagen. Später können wir über einen Wagen für Drifts oder spezielle Strecken... Warum habe ich denn so viele Autos? Ah, ich habe so ein Pack, habe ich, ne? Ich habe so ein... Ja, ich habe so ein Add-on. Das war ja da mit dabei, glaube ich, wenn man es gekauft hat. Die will ich aber alle gar nicht. Kann ich die auch verticken, die Dinger? Ups, nein. Kann ich nicht, anscheinend. Weil ich will den nicht haben. Das kann ich euch jetzt schon... Ja, den kann ich nicht verkaufen. Okay, die werde ich aber nicht fahren hier, die, weil das ist ja gecheatet. Wo ist denn der? Wo ist fort? Ah, Shelby geht die 500? Nee. Hä? Ich habe noch einen Ford freigeschaltet, ob ich das verpasst. Hä? Hallo, wo ist denn der Ford? Ich habe noch einen... Oder habe ich den nur für Singleplayer? Warte mal, wir gehen mal kurz zurück. Ah, das ist ein Bonuswagen. Okay. Den haben wir selber noch nicht... Den dürfen wir selber nicht fahren. Okay, schade. Okay, wir haben auf jeden Fall... Unser Honda mit anderen Reifen? Hä? Hallo? Ich tue hier mal die Reifen wieder drauf. Irgendwas stimmt da nicht. Naja, egal. Wir werden... Jetzt passt wieder gut. Beim nächsten Mal haben wir Stufe 2 beginnen und uns noch einmal einen neuen Wagen kaufen. Ich bin der Erbe 5, bin raus. Ich hoffe, die extra lange Folge hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.